Nochmal guten Morgen, meine Lieben. Ich komme hier ins Badezimmer, weil hier das Licht einfach am besten ist. Der Rest des Zimmers ist einfach nur dunkel, egal wie viele Lichter ich anmache. Heute fiel es mir besonders schwer aufzuwachen. Tatsächlich bin ich heute ein bisschen kaputt. Ich hätte auf jeden Fall länger schlafen können. Und heute wird auch noch der anstrengendste Tag, würde ich jetzt mal so sagen. Denn heute stehen 4 Flüge an. Einmal nach Frankfurt von hier aus, dann von Frankfurt nach München hin und zurück und von Frankfurt aus dann nach Bremen. Das wird lustig. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall erstmal leckeren Kaffee gemacht hier an der super Kaffeemaschine in diesem wunderschönen Hotel. Nochmal ganz offiziell einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss jetzt runter. Übrigens bin ich immer noch in Sofia und es ist gerade 4 Uhr, Quatsch, Ortszeit, 5.05 Uhr und Viertel nach 4 wurde ich geweckt. Genau, und es ist Tag 3 von 4, der 4-Tages-Tour. Ich will dieses wunderschöne Hotel eigentlich gar nicht verlassen. Ich würde am liebsten jetzt noch eine Woche hier bleiben. Hier ist einfach alles luxuriös. Im letzten Video habt ihr es gesehen. Und ich liebe Luxus und ich bin Luxus und ich gehöre auch in Luxus rein. Also am liebsten würde ich direkt hier bleiben, Leute. Aber leider muss ich jetzt los. Ich freue mich aber natürlich auf die Arbeit, ne? Bin gerade auf der falschen Etage ausgestiegen. Das müsste die richtige sein, ja. Also alles ging relativ zügig. Ich bin jetzt an Bord. Der Flieger ist gecheckt. Von mir aus dürfen die Passagiere jetzt kommen. Ich freue mich schon richtig auf die. Und da sitzt sie auch schon. Ich muss aufhören. Es geht gleich los, Leute. Schokolade zum Frühstück. Die Passagiere sind alle versorgt, die lieben Gäste. Jetzt schlafen sie. Und am liebsten würde ich auch schlafen, geht aber nicht. Deswegen habe ich ein Auge auf alle meine Gäste, dass es denen auch allen gut geht, falls sie zwischendurch aufstehen. Ich selber möchte um diese Uhrzeit auch gar nicht frühstücken. Ich habe nur einen Apfel gegessen und trinke jetzt Wasser. Ich glaube, das tut ganz gut. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist hier mal so das Licht etwas dunkler zu stellen, damit ich auch hell wach bleibe. Macht Sinn, ne? Es ist irgendwie richtig kalt hier. Das hat man manchmal bei so älteren Fliegern. Da kann man in unseren Galleys nicht so gut heizen. Und ja, ich friere schon gerade so ein bisschen. Aber eine Decke nehme ich nicht. Das sieht nicht gut aus. Macht man nicht. Und die Anschnallzeichen sind schon. So, wir sind jetzt in Frankfurt. Das Wetter ist nicht so toll. Wir dürfen das Flugzeug wechseln, damit wir nach Bremen fliegen. Quatsch, nach München fliegen. Die Polizei stand gerade schon vor der Tür. Es gibt ja immer so Routine-Checks, ne? Kommt immer drauf an, wo man herkommt. Und ja, zufällig, beziehungsweise ist es halt immer so, wie sagt man, stichprobenartig, und heute hat es uns erwischt, aber ging trotzdem flott. Der Flieger war ja nicht richtig voll. Was für ein wunderschönes Wetter hier in Frankfurt. Und ich habe einfach mal einen alten Bekannten getroffen, einen Kollegen. Ach da, ach hast du schon, danke. Mein Kollege hat schon alles erledigt. So, wir sind am zweiten Flieger angekommen. Habe jetzt meine Koffer hinten abgelassen. Und jetzt steige ich in den Flieger ein. Und dann geht es nach München, meine Lieben, und der Flieger wird voll. Ja, jetzt nochmal ganz ausführlich den Flieger checken. Die Flüge nach München und wieder zurück sind brechend voll. Schön, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Goodbye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Goodbye. Bye. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss, wünsche dir, goodbye, auf Wiedersehen. Danke auch, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss, ciao, danke auch, auf Wiedersehen. Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf
Wiedersehen. Das kam vom ganzen Herzen. Also ein sehr, sehr interessanter Flug. Also ich glaube, ich bin heute wirklich mit der Münchner Schickeria geflogen. Das nächste Mal muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten. Dann gibt es das beste Parfüm. Dann gehe ich nochmal zum Friseur, mache mich nochmal extra schick. Also ich kam mir heute schon so ein bisschen klein vor bei denen, ne? Aber die sind alle, und nicht alle, der Großteil ist mit einem traurigen Gesicht reingekommen. Ich weiß nicht, das Lächeln, anscheinend haben sie sich nicht auf München gefreut, aber sind fast alle mit einem Lächeln rausgegangen. Und das ist immer ein schönes Zeichen, ne? Und was richtig besonders war heute auf dem Flug, da haben mich so viele Leute erkannt und auch viele, die da hinten, deine Videos sind cool, ich feiere deine Videos, mein Bruder ist ein Fan von dir, ich liebe deine Videos. An alle, die mir jetzt hier zusehen, danke für die netten Worte, sowas baut mich ja immer auf. Ne? Macht das gerne immer, wenn ihr mich seht. Und danke schön, vielen, vielen Dank, ganz, ganz liebe Grüße an euch und an eure Angehörigen, die meine Videos gerne gucken. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen zurückgezogen. Ich stehe ja da mitten in dem Flieger an der Zweiertür und der Flieger ist voll, jetzt auf dem Rückflug auch. Ich bin nur noch von Menschen umgeben. Und ich brauche jetzt erstmal, ich muss mal ein bisschen calm down, ein bisschen runterkommen. Und dann hatte ich so zwei Jungs neben mir vorhin, die, ich weiß nicht, die haben die ganze Zeit so den hier gemacht. Und ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Die haben, glaube ich, Musik gehört und immer den. Und das hat mich auch so ein bisschen kirre gemacht. Also ich bin ganz ruhig, ne? Wie ihr seht, ich liebe den Flug nach München. Ganz, ganz liebe Grüße nach München, meine Lieben. Essen nur auf die Schnelle möglich. Es geht nämlich gleich schon wieder zurück. Ich versuche heute mal ein bisschen gesund zu essen, aber die Passagiere kommen schon wieder in 2-3 Minuten. Aber ich habe doch gesagt, das wird ein harter Tag. Ja, freilich freue ich mich auf die Passagiere. Da sind sie. Es geht schneller wieder runter, als wir oben waren. 35 Minuten Flugzeit, voller Service. Ich liebe es. Ich liebe diese Herausforderung. Wir haben alles geschafft. Die Anschnallzeichen sind noch nicht mal an und wir sind fertig. Krass, oder? Gleich geht's aber runter. Übrigens geht's nach Frankfurt. Ciao. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Hilfe? Nein. Freunde. Can I help you? No, I'm fine. I have a wheelchair. Okay. Goodbye. Wiedersehen. Bye-bye. Goodbye. Bye. Okay. Auf Wiedersehen. Bye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Have a nice day. You too. Goodbye. Bye-bye. Danke auch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. See you. See you. Goodbye. Bye-bye, goodbye. Bye. 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 Auf Wiedersehen. Danke auch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Boah, die Passagiere waren jetzt aber schnell raus. Die Ablöse ist auch da. Jetzt müssen wir hier noch raus. Unser Bus müsste schon da sein. Hallo. Und dann geht's direkt zum nächsten Flieger, mit dem wir dann nach Bremen hinfliegen und dort dann Feierabend haben. Und dann will ich direkt ins Bett und durchschlafen bis morgen früh, obwohl ich eigentlich auch Bremen sehen möchte. Ich würde gerne die Bremer Stadtmusikanten besuchen. Was machen wir denn? Endlich raus aus dem Flieger und rein in den nächsten direkt. Ich kann jetzt ein bisschen Sonne tanken, denn unser Bus ist noch nicht da. Und täglich grüßt das Murmeltier. Schon wieder laden wir den Koffer ab und gehen wieder in den neuen Flieger rein. Und wieder das gleiche Spielchen. Flieger vorbereiten, Passagiere empfangen und dann auch nach Bremen hoffentlich. Jetzt bin ich schon am Ende. Die Passagiere sind zur Hälfte da, der Rest kommt gleich und dann geht es weiter. Aber ich kann nicht mehr. Aber immer schön lächeln. Wir sind in Bremen angekommen und jetzt müssen wir die Koffer abholen und dann geht's aufs Hotel. Und mir geht es natürlich blendend. Ich bin das erste Mal in Bremen, meine Lieben, und
Ich bin müde, aber ich würde gerne rausgehen. Ein Foto von dem Bremer Stadtmusikanten, das muss doch jetzt sein, oder? Ich bin jetzt in Bremen im Hotel. Ich bin sehr, sehr müde. Gehe jetzt hoch aufs Zimmer. Und was ich dann mache, erzähle ich euch, wenn ich oben bin. Ja, wo ist denn hier der Aufzug? Ach, guck mal da. Ja, das Hotel ist nett. Nicht allzu spektakulär. Ist auch gut so. Dann kann ich mich nämlich mal ein bisschen erholen heute. Dabei würde ich gerne Bremen sehen, ne? Na, wo ist denn mein Zimmer? Ach ja, ganz nett hier. Ja, schön die Aussicht. Ach toll, ja. Ja, das ist schön. Hier fühle ich mich bestimmt wohl. Gucken wir uns auch mal das Badezimmer an. Ja, ist ja auch ganz nett. Bescheiden und nett. Schön. Ich würde gerne meine Sachen aufhängen, aber ach, guck mal. Ich habe die Bügel nicht gesehen, aber zwei Bügel haben sie hier reingestellt. Das ist ja toll. Ich brauche meistens immer mindestens drei oder vier, aber gut. Hauptsache, da sind überhaupt welche. Cool, eine Wasserflasche und ein Wasserkocher, das ist immer gut. So, ich bin umgezogen und das Erste, was ich mache, ist jetzt mich hinzulegen und einfach nur zu schlafen. Ich bin ja noch nie so richtig in Bremen gewesen, habe ich euch ja schon gesagt, ne? Aber ich bin ja schon ein paar Mal hier gelandet. Und ich habe auch eine große Community, wie ihr wisst. Und ich meine, mich zu erinnern, dass als ich das letzte Mal hier nur kurz gelandet bin und wieder weggeflogen bin, dass mir dann ein paar Leute geschrieben hatten, meld dich doch mal. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich hatte auch zwei Fans in Dubai getroffen. Zwei ganz, ganz nette Damen. Ich meine, die kamen auch aus Bremen. Und ich meine, die haben auch gesagt, melde dich, wenn du hier bist. Ich würde das so gerne machen. Ich würde auch gerne rausgehen. Aber Leute, ich bin so müde. Und wenn man so müde ist, sollte man auf jeden Fall sich erholen. Denn das Ding ist, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir arbeiten. Ne? Vor allem muss man da halt auch fit sein. Und für den morgigen Tag, selbst wenn ich nur einen Flug habe, also vorerst einen Flug, dieser Umlauf besteht aus ganz vielen Ausnahmen. Also Ausnahme im Sinne von, kommt schon mal vor, aber nicht so oft. Was habe ich denn da am Arm? Oh. Ich bin so müde. Aber ich wollte euch noch was erzählen. Und zwar, genau, morgen habe ich Standby Airport. Das heißt, wir fliegen aus Bremen zurück und eigentlich könnten wir dann direkt Feierabend. Wäre ja schön gewesen. Wir könnten aber auch ein paar Flüge noch geplant haben. Aber wir haben Standby Airport. Das heißt, wir warten dann, ich weiß nicht bis wie viel Uhr, aber ein paar Stunden am Flughafen und es kann sein, dass wir dann aktiviert werden. Also quasi sowas wie eine Rufbereitschaft. Kann aber auch sein, dass man nach zwei Stunden dann sagt, okay, kein Flug, Sie haben Feierabend. Kann aber auch sein, dass man dann eine Minute noch vor Ablauf angerufen wird und es heißt, ja, Sie müssen noch, keine Ahnung, einmal Hamburg hin und her zurückfliegen. Das heißt, es wird morgen spannend. Und da ich nicht ganz genau weiß, dass ich morgen Feierabend habe, werde ich mich auf jeden Fall erholen, damit ich für diese, ja, für diese Spannung dann auch gewappnet bin. Ich ruhe mich ein bisschen aus und vielleicht gehe ich sogar noch ein bisschen raus. Aber ich muss mal schauen. Es kann aber auch sein, dass ich bis morgen früh durchschlafe. Wollt euch nur mal auf dem Laufenden halten. Es kann auch sein, dass das heute das letzte Video ist für heute. Wir werden sehen, meine Lieben.